Ein Gesicht seit 5 Jahren ständig in den Fernsehnachrichten, Beate Zschäpe. Sie steht für eine der größten Strafprozesse der Nachkriegsgeschichte. Gegen den Terror des NSU, des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds. Jetzt ist der Prozess vorläufig zu Ende gegangen. Das Urteil. Wie hat der NSU-Prozess Deutschland verändert? Heute das Thema in der Phoenix-Runde. Phoenix-Runde. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Meine Gäste im Studio, Barbara John ist bei uns, Ombudsfrau für die Opfer der Angehörigen des NSU. Aus den Gesprächen mit diesen Angehörigen entstand 2014 ein Buch von Ihnen, Unsere Wunden kann die Zeit nicht heilen. Sie waren gestern bei der Urteilsverkündung in München auch dabei. Sarah Tacke, Justizkorrespondentin des ZDF. Sie haben den Prozess verfolgt seit 2013 und waren gestern ebenfalls bei der Urteilsverkündung in München dabei. Günter Beckstein ist bei uns, der ehemalige bayerische Ministerpräsident. Vor diesem Amt waren Sie von 1993 bis 2007, also zur Zeit, der diese NSU-Morde geschahen, bayerischer Staatsminister des Innern. Und Andreas Speit ist Journalist und Autor. Seine Themen sind Rechtsextremismus und Neonazismus in all ihren Erscheinungsformen. Frau Tacke, hat das Oberlandesgericht München im NSU-Prozess das geleistet, was von ihm zu erwarten war, was es leisten konnte? Ich würde sogar sagen, es hat mehr geleistet, als man erwarten konnte, weil es ein unglaublich schwieriges, komplexes Verfahren ist mit unglaublich vielen Erwartungen. Und was den Richterinnen und Richtern dort gelungen ist, ist wirklich diesen Erwartungsdruck rauszuhalten und wirklich ganz nüchtern, ganz juristisch und hoffentlich auch revisionsfest dieses Verfahren zu Ende zu führen und nach der Wahrheit zu suchen und am Ende den 5 Angeklagten die individuelle Schuld zu klären und sie am Ende auch zu beurteilen und zu bestrafen. Frau Jun, trotzdem waren die Angehörigen der Opfer gestern sichtlich enttäuscht, das hat man gesehen. Haben Sie vielleicht von diesem Strafprozess etwas zu viel erwartet? Wir haben ja gestern Abend noch zusammengesessen und da war noch die Erschütterung zu spüren. Aber man muss ja Folgendes sehen. Die Familien und die Kölner Opfer haben sehr viel Leid erlitten. Dann haben sie auch sehr viel Strapazen durchgemacht, indem sie häufiger versucht haben, am Prozess teilzunehmen, sind dahin gefahren, Befangenheitsanträge wieder zurück und Urlaub genommen, Leute untergebracht. Also es war strapaziös auch den 437 Verhandlungstage. Ja, so, sie waren natürlich nicht an all den Tagen da. Und dann entsteht das, was eben Frau Tacke gesagt hat, nämlich eine Erwartungshaltung. Und dann kommt der Urteilstag. Und alles ist ganz trivial und banal. Plötzlich steht der Richter da und sagt, lebenslänglich 10 Jahre, 2,5 Jahre dieses und jenes. Und das ist jetzt der letzte Tag und damit ist alles zu Ende. Was natürlich nicht stimmt. Es ist nur der Prozess zu Ende. Und ich glaube, dass wir ja oft eine Erwartung haben, wenn der Prozess zu Ende ist, ist das Geschehen total geklärt, was hier überhaupt nicht der Fall ist. Und das hat sich auch wiedergespiegelt in den Stimmen, die danach kamen von den Familien. Wir saßen noch mit Innenminister Herrmann zusammen in der Landeskirche, in der evangelischen Landeskirche und haben uns mit ihm unterhalten. Und da ist das alles noch mal zum Ausbruch gekommen. Also hohe Erwartungen, die mit dem Urteilstag dann in eine ganz nüchterne Richtung gerichtet wurden. Sie haben gesagt, das Geschehen ist noch lange nicht zu Ende. Herr Beckstein, flankierend zu dem Prozess gab es ja insgesamt 11 Untersuchungsausschüsse in den Landtagen und im Bundestag zu den NSU-Morden. Im Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag haben Sie das Versagen der Polizei in Bayern als zentrale Niederlage bezeichnet bei der Aufklärung dieser NSU-Verbrechen. Sie sind ja damals der verantwortliche Minister gewesen. Das fällt ja auch auf Sie zurück, diese Aussage. Es ist in der Tat die größte Niederlage, die der Rechtsstaat in den vergangenen 20 Jahren hat. Dass trotz größten Aufwands der Ermittlungen man die Täter nicht gefunden hat. Wir haben in der Spitze 150 Kriminalpolizisten, und zwar die allerbesten, die wir hatten, dort eingesetzt. Und sind nicht an die Täter herangekommen. Also ich sage, es war eine Niederlage. Ich mache aber niemanden verantwortlich dafür. Denn ich sage, aus meiner Sicht haben alle wirklich unglaublich engagiert gearbeitet. Viele haben keinen Urlaub genommen, haben am Wochenende durchgearbeitet. Und trotzdem ist man nicht an die Täter rangekommen. Das ist natürlich eine Niederlage. Herr Speit,
Hat der NSU-Prozess etwas bewirkt, vielleicht auch etwas Positives? Also ich durfte den Prozess ja auch über die Jahre verfolgen und ich muss zugeben, dass sich das bewahrheitet hat, was die Nebenklägervertretung eigentlich von Anbeginn gesagt hat. Sie haben davor gewarnt, so hohe Erwartungen zu haben. Gerade ihren Mandanten haben sie versucht zu erklären, ein Gericht kann nicht alles aufklären, dort wird die Anklage verhandelt und nicht mehr. Und man hat gestern aber doch gemerkt, wie groß die Enttäuschung war. Und ich glaube, dass das Gericht tatsächlich eine große Chance vertan hat. Mhm. Es hat die Chance vertan, neben dem juristischen Urteil auch ein Signal zu setzen. Und das darf ein Gericht. Es hätte das Signal setzen können, zu sagen, dass dieses Verfahren so schwierig war, dass wir 5 Jahre hier saßen, hat auch etwas damit zu tun, dass wir ein eklatantes Versagen der Polizei hatten, dass wir bis heute ein ungeklärtes Verhältnis des Geheimdienstes in diesem ganzen Netzwerk NSU immer noch haben und dass in diesem Zusammenhang tatsächlich eben auch wirklich die Schwierigkeiten in dem Prozess immer deutlicher wurden. Ich habe es so oft erleben müssen, dass beispielsweise wirklich ein Schweigekartell zwischen, man kann das nicht anders sagen, zwischen den rechtsextremen Zeugen und den Zeugen aus den Geheimdienststrukturen. Entweder haben sie geschwiegen oder sie haben nichts gewusst. Und das war wirklich fatal. Wir kommen auf diesen Aspekt auch gleich noch zu sprechen. Frau Tacke, Sie haben gesagt, der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts in München hat eigentlich mehr geleistet, als von ihm zu erwarten war. Bleibt zunächst mal die Frage, waren die Urteile gegen Zschäpe und Mitangeklagte gerecht? Ja, also am Ende, was ist ein gerechtes Urteil? Man muss sagen, Beate Zschäpe hat wirklich die volle Härte des Rechtsstaates erfahren. Also mehr geht nicht als lebenslange Haft mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Man hätte noch zusätzlich Sicherungsverwahrung anordnen können. Aber da muss man sagen, es hätte zu keinem anderen Ergebnis geführt, nur dass sie eben nach ihrer Gefängnisstrafe noch eine Therapie bekommen hätte und in einer anderen Einrichtung untergebracht worden wäre. Aber so bleibt sie 15 Jahre im Gefängnis. Danach gibt es keine Möglichkeit auf Bewährung. Im Schnitt bleibt jemand, der so hart verurteilt wird, bis zu 25 Jahre, vielleicht auch wirklich für immer hinter Gittern im Gefängnis. Das heißt, härter, klarer hätte dieses Urteil da nicht ausfallen können. Es sind ja 5 Angeklagte insgesamt gewesen und das Gericht hat sehr sorgfältig auch begründet und die schriftliche Urteilsbegründung wird natürlich noch mal ausführlicher sein, wieso einmal dann 10 Jahre, 3 Jahre, 2,5 Jahre Strafen verhängt wurden, so dass ich sagen muss, von dem, ich war immer wieder im Prozess, hab das immer wieder verfolgt, aber von dem, wie ich es als trotzdem Außenstehende beurteilen kann, sind das jeweils gerechte Urteile, ja. Es gibt ja eine absolute Gerechtigkeit, gibt es ja gar nicht. Es kommt ja auch oft vor, dass Strafen ungesühnt bleiben, zum Beispiel, weil die Beweise fehlen, die letzten Beweise. Das fiel gestern auch auf, dass ein Angeklagter zu 2,5 Jahren Haft verurteilt worden ist, obwohl die Bundesanwaltschaft 12 Jahre gefordert hat, der sich auch selbst als harten Nationalsozialisten, also uneinsichtig, bezeichnet. Ja, wie gehen da die Angehörigen der Opfer mit um? Denn das war, ist ja in diesem Fall, Frau Zschäpe hat die ganze Härte des Gesetzes getroffen, den anderen, André E., nicht. Mhm. Ja, das war ein großer Schock für die Angehörigen, die das überhaupt nicht verstehen konnten, auch durch das Auseinanderklaffen der Forderung. Das ist ja auch wirklich eine große Lücke zwischen 12 Jahren und 2,5. Und er konnte gestern als freier Mann das Gericht verlassen. Das hat eigentlich niemand verstanden und die Begründung war auch nicht schlüssig. Also da hieß es, er ist haftempfindlich. Na, wer ist nicht haftempfindlich? Und er hat Familie und da sie den Prozess nun verloren hätten, müsste er dann auch Geld zahlen und das hätte er nicht. Aber 2,5 Jahre, glaube ich, ich hätte das so verstanden, da ist dann die Untersuchungshaft unangemessen, weil es ja ein relativ geringes Strafmaß ist. Ja, das schon. Aber natürlich haben die Familien gesagt, also solche Gründe da aufzuführen. Und wir sitzen da alle und haben einen Angehörigen verloren, bei dem dieser Mann, der Herr Eminger, mitgewirkt hat. Der hat ja Pässe besorgt, hat die Wohnmobile zum Teil besorgt. Seine Frau war die beste Freundin von Zschäpe, wusste also auch vieles. Das hat ihn doch sehr bitter aufgestoßen. Und das, glaube ich, wird noch eine Rolle spielen, jedenfalls in den öffentlichen Diskussionen. Wie haben denn die Angehörigen der Opfer reagiert? Denn da soll es ja, wie ich gelesen habe, als das verkündet worden ist, das Strafmaß und auch die
Entlassung aus der Urhaft ja auch unter seinen Sympathisanten im Gerichtssaal ein ziemliches Gejohle gegeben haben. Wie ist das, ja, wie naja, wird da reagiert? Ja, das war ja der ganz letzte Teil von Gözels Ausführungen. Und da gab es Klatschen und Freude. Und, Gözel ist der Vorsitzende Richter gewesen. Ja, Gözel ist der Vorsitzende Richter. Ja. Und natürlich, also das ist Ihnen auch aufgestoßen, während bei Herrn Joskat, als die Taten verlesen worden, das ist ja immer sehr drastisch, wenn die Taten noch einmal zugeordnet werden, was war, als der Schuss eintrat und wie sah der Mensch aus, als er austrat und das ist also eine schreckliche Schilderung. Und die Familie Joskat saß da, der Vater, der ihn dann in den Arm hielt, der rief plötzlich zu Allah und sagte, stärke mich, in seiner Verzweiflung. Mhm. Und da hat ihn der Richter gemahnt und hat gesagt, bitte hören Sie auf, sonst muss ich Sie des Saales verweisen und das möchte ich nicht gern. Das ist während bei den, also das sind alles so atmosphärische Dinge, die aber natürlich sehr störend ankam, während bei dem rechten Gejohle gesagt worden ist, bitte Schluss jetzt. Also er ist darüber hinweggegangen, es war vielleicht auch 5 Minuten vor Ende. Aber das sind so Dinge, daran merke ich auch, habe ich gemerkt, wie wundgerieben doch an dem Tag auch die Familien waren. Also das war für sie ein sehr schwerer Tag. Hätte man einen solchen Auftritt eigentlich vermeiden können, denn der Gerichtspräsident ist ja auch, übt ja da das Hausrecht aus. Naja, man hat tatsächlich diese Gruppe von Neonazis gesehen. Sie haben sich angestellt gehabt, frühzeitig genug, dass sie als Zuschauer mit reinkamen. Wir reden da von ca. 12 Personen, die ich erkannt habe. Tatsächlich sind es auch Personen aus verbotenen Strukturen, teilweise selbst mit Straf- und Gewalttaten auffällig gewesen. Und die haben sich gefeiert. Man kann es leider nicht anders sagen. Sie haben sich zu Beginn des Prozesses so hingestellt, dass gerade an die zwei harten Rechtsextremen, die ja auch sozusagen konsequent durchgehalten haben, sichtbar für sie da waren. Sie haben sich zugewunken, sie haben sich gefreut, sie haben alle schwarze Hemden getragen als Symbolik wahrscheinlich, um sich zu erkennen. Und dann kam eben dieses Urteil und dann dieser Freispruch und die haben das gefeiert. Und sie sind tatsächlich dann nach der Ermahnung sofort leise geworden und saßen mit einem breiten Grinsen da. Ich muss zugeben, ich fand das mit einem der schlimmsten Momente in diesem Prozess. Es gab viele andere emotionale, schlimme Momente. Aber weil das auch gerade so das Ende war, hat man da eigentlich gesehen, wie zerrissen diese Gesellschaft ist. Und man hat auch gesehen, welche Dramatik eigentlich dieser Prozess bis heute noch hat. Herr Beckstein, nach all dem, was das Verfahren erwiesen hat, hat Beate Zschäpe ja die Morde nicht selbst ausgeführt. Sie ist aber wegen Mittäterschaft zu dieser harten Strafe verurteilt worden. Mittäterschaft und Täterschaft, ist das quasi in diesem Fall und bei der Schwere dieser Straftat identisch? Also ich halte es ganz, bin ja nicht Prozessbeteiligter gewesen, aber aus der Distanz, was ich gelesen habe, ist es für mich offensichtlich, dass sie mit Tatverantwortung hatte. Ist ja wohl kaum denkbar, dass jemand 10 Jahre bei 10 Morden mit den Mördern zusammenlebt, eine Menge mit denen bespricht und nicht dann sozusagen diese Taten billigt und auch inhaltlich mit die Täter unterstützt. Es ist in der Rechtslehre völlig eindeutig, dass Mittäter sein kann jemand, der auch nicht unmittelbar mitschießt, sondern der die Täter mit unterstützt in dem Augenblick, wo er die Tat mit als eigene will. Und dass sozusagen diese Gruppe des NSU hier insgesamt eine Gemeinschaft war, das ist doch durch den ganzen Prozess offensichtlich geworden. Und von daher sage ich, das Urteil gegenüber Frau Zschäpe halte ich für eindeutig richtig, soweit man das als Außenstehender beurteilen kann. Ich bin froh, dass es zu diesem harten, aber damit auch für mich dem eindeutig gerechten Urteil gekommen ist. Über diesen Begriff der Mittäterschaft versuchen ja jetzt die Anwälte von Frau Zschäpe quasi ein Revisionsverfahren einzuleiten. Das wird beim Bundesgerichtshof stattfinden. Wenn ich das richtig im Kopf habe, der dritte Strafsenat, der sich ja zu dem Straftatbestand der Mittäterschaft schon geäußert hat. Und daran hat sich ja, glaube ich, auch der Vorsitzende Richter orientiert, um das Urteil revisionsfest zu machen, damit es nicht nochmal neu aufgerollt wird. Wie revisionsfest ist es denn eigentlich?
Was meinen Sie? Genau, es kann viele Revisionsgründe geben. Man muss wissen, der Bundesgerichtshof, die Richter am Bundesgerichtshof schauen sich das schriftliche Urteil und die Revisionsbegründung nochmal an. Da wird es nicht nochmal eine mündliche Verhandlung geben und eine Beweisaufnahme, sondern das Gericht hat seine Wahrheit gefunden, die wird so hingenommen und dann wird geschaut, gibt es Rechtsfehler, das können auch Formfehler sein. Auch deshalb hat dieses Verfahren ja so lange gedauert, weil auch Anwälte versucht haben, Revisionsgründe zu provozieren, diese ganzen Beweisanträge und Befangenheitsanträge. Da muss jeder ordentlich wieder begründen. Werden. Ja, das kann immer ein einzelner Revisionsgrund sein. Deswegen hat Beate Czepi ja auch ihre Altverteidiger behalten. Die hat man nicht aus dem Prozess entfernt. Auch einer der Gründe. Ja. Also, das heißt, wir haben es hier aber wirklich mit einem sehr versierten Vorsitzenden Richter zu tun, der weiß, wie man so ein Urteil auch revisionssicher schreibt und der sich auch sehr genau überlegt hat, wieso er Beate Czepi des zehnfachen, also unter anderem zehnfachen Mordes, Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt, also als Täterin, obwohl sie nicht selber jemanden eigenhändig erschossen hat. Und er kennt natürlich auch die Rechtsprechung des dritten Strafsenats und die ist sehr restriktiv, muss man sagen. Zu Recht auch, weil es natürlich schon eine hohe Hürde sein muss, bevor man jemanden des Mordes verurteilt, obwohl er nicht eigenhändig jemanden ermordet hat oder obwohl er nicht selber am Tatort war. Und das Gericht hat da, das war ganz spannend, anders als die Bundesanwaltschaft, anders als die Anklage, die ja auch schon gesagt hat, sie war angeklagt wegen zehnfachen Mordes. Also die Bundesanwaltschaft hatte so auch schon argumentiert. Aber das Gericht hat nochmal gesagt, für sie sind die Taten erst komplett mit Czepis Mitwirken. Was daran endete, dass Czepi am Ende das Haus in die Luft gejagt hat, Beweise vernichtet hat und diese Bekennervideos verschickt hat. Und der Vorsitzende Richter hat argumentiert und hat gesagt, im Grunde hat Beate Czepi bei jeder Tat zu Hause gesessen und darauf gewartet, geht's gut? Wenn es gut geht, dann kommen die heim und wir planen die nächste Tat. Wenn es nicht gut geht, ist meine Aufgabe bei diesem terroristischen, rassistischen Morden, dass ich Beweise vernichte und das Bekennervideo rausschicke, damit Angst und Schrecken versetzt, also Deutschland oder die Bürger in Angst und Schrecken versetzt werden. Das heißt, sie haben argumentiert, dass diese Tat erst komplett war und deswegen ihr Tatbeitrag auch so wesentlich war, weil sie Teil dieses Tatplans war, der dann am Ende ja auch ausgeführt wurde. Das wäre ja eigentlich der Albtraum gerade für die Opferangehörigen, wenn Teile oder der ganze Prozess nochmal neu aufgerollt werden würden. Ist das den Angehörigen da bewusst? Man kann ja das Urteil auch zum Teil zurückweisen, dann müsste ja neu verhandelt werden. Ja, ich denke, das ist ihm voll bewusst und daran hat auch niemand Interesse. Also darüber ist gestern gar nicht gesprochen worden, dass das eine Möglichkeit überhaupt wäre oder die man herbeisehnen sollte, das ist klar. Aber soweit ich weiß, natürlich heute auf der Zugfahrt von München nach Berlin habe ich alles durchgeforstet und auch schon gelesen, dass in Mordsachen der BGH eigentlich nie bei eine Revision angenommen hat und das nochmal zurückverwiesen hat bei einer Mordsache. Bei Raub, bei schwerem Raub ist das schon häufiger vorgekommen. Also dass Mittäterschaft und Beihilfe dann so unterschieden wurde. Der Richter hat ja auch ganz offensichtlich zum Beispiel auf die Befangenheitsanträge mit einer extremen Geduld reagiert, um unter keinen Umständen einen Formalfehler zu machen. Und der Vorsitzende Richter ist ein extrem erfahrener Mann. Und für mich offen gestanden war es manchmal etwas grenzwertig, überhaupt die Verfahrensdauer zu sehen. Aber daraus, so wurde mir immer wieder erklärt, ist eben zu schließen, dass er unter keinen Umständen irgendeinen formalen Fehler machen wollte, lieber 3-4 Mal zu Unrecht noch einen Befangenheitsantrag der Sache nach zu behandeln, einen Beweisantrag auch sorgfältig nachzugehen, als zu riskieren, dass ein solches Verfahren aufgehoben wird. Es wäre ja in der Tat nicht nur für die Angehörigen, es wäre insgesamt für den Staat ja verheerend, wenn man sich vorstellt, dass da nochmal dasselbe Verfahren stattfinden müsste. Also von daher hoffe ich sehr, dass die Urteilsbegründung auch so sorgfältig gemacht wird, dass es hält, denn gerade die Revisionsgründe können sich ja im Wesentlichen nur auf die Urteilsgründe und auf das Protokoll stützen. Es ist ja nicht eine Beurteilung noch des gesamten Sachverhalts durch eine andere Instanz, sondern es geht nur darum, dass Rechtsfehler zu überprüfen sind. Mhm. Und da meine ich, hat das Gericht schon extrem sorgfältig gearbeitet und ich hoffe, dass das hält.
Lassen Sie uns noch mal auf den anderen Bereich der NSU-Morde schauen. Wir haben es ja schon angesprochen, die Arbeit der Untersuchungsausschüsse. Sie haben das ja auch selbstkritisch gerade vermerkt. Sie haben ja da auch davon gesprochen, dass der Wille zur Aufklärung da außerordentlich gering war. Warum war das eigentlich so? War das Unwillen im in den Untersuchungsausschüssen? War das Unwillen, war das Unfähigkeit? Haben da Behörden ganz bewusst geblockt? Also bei Untersuchungsausschüssen ist natürlich immer, das ist nicht ein ganz neutrales Gremium, das da spielt, sondern immer das Verhältnis Opposition und Regierung eine große Rolle. Deswegen, eigentlich nicht so. Die waren sich eigentlich einig. Ja, aber das spielt immer im Hintergrund eine gewisse Rolle. Und ein Untersuchungsausschuss ist nicht ein objektives Aufklärungsinstrument in der Form, wie es beispielsweise die Bundesanwaltschaft oder auch die sonstigen Ermittlungsverfahren sind. Von daher war für mich jedenfalls klar, dass die Untersuchungsausschüsse nicht sozusagen die einzelnen Taten oder die Mittäter zu ermitteln haben, sondern die müssen die politische Bewertung machen. Was sind die Folgerungen daraus? Der Bundestag hat beispielsweise als zentrale Folgerung gesagt, dass die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg deutlich verbessert werden muss. In der Tat sind ja manche der Lücken dadurch nur erklärbar gewesen, dass über Ländergrenzen hinweg die Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden nicht optimal funktioniert hat. Aber auch in anderen Zusammenhängen schon gehört, dass das nicht funktioniert, wegen der vielen unterschiedlichen Behörden in 16 Bundesländern. Ja, das Zweite, das ist in den Untersuchungsausschüssen nicht so deutlich herausgearbeitet worden, weil es nicht populär war, dass zum Beispiel Speicherfristen und Hindernisse der Zusammenarbeit zwischen Behörden, dass das etwas ausgesprochen problematisches ist, wenn es um die Aufklärung geht. Wir haben im Prinzip kurze Speicherfristen gehabt, solange man nicht ganz harte Beweise für zum Beispiel einen Mord hat. Wenn es überhaupt keine Straftat gibt, sondern nur in der Tat um rechtsextremistische Äußerungen, zum Beispiel von Jugendlichen, gibt es sehr, sehr kurze Speicherfristen, sodass das alles in dem Zeitpunkt, wie der erste Mord passiert war, schon wieder auch zum Teil gelöscht war. Wenn ich darf, würde ich doch in zwei Punkten ein bisschen widersprechen. Ich hatte schon eher den Eindruck, dass die Untersuchungsausschüsse viel mehr die gesamte politische Dimension des NSU deutlich werden ließ, dass hier eigentlich die Aufklärung stattgefunden hat, soweit es ging, wie groß dieses Netzwerk eigentlich ist und sich eben nicht auf die Kernthese der Generalbundesanwaltschaft reduziert hat, dass die Täter, die in München saßen, eigentlich alleine die Täter wären, wo wir alle wissen, das kann nicht funktioniert haben mit diesem wenigen Personal. Und da waren die Untersuchungsausschüsse enorm wichtig und haben eigentlich auch im Übrigen Material geliefert für den Prozess, weil dann nämlich Nebenklägerinnen und Kläger nachfragen konnten, ausgehend von diesen Untersuchungsausschüssen, was dort bekannt geworden ist. Und gerade auch den Aspekt, den Sie eben benannt haben, wäre ich auch ein wenig vorsichtig. Ich habe eher den Eindruck, dass wir am Anfang der Ermittlungen des NSU und letztlich dann auch über die Jahre eigentlich das Phänomen gehabt haben, dass komplett falsch die Polizei ermittelt hat. Es ist nicht ohne Grund, dass im Prozess von den Nebenklägern sehr massiv nachgefasst worden ist, wie weit nicht dort die Frage einzelnes Versagens einer Abteilung, eines Mitarbeiters oder, sondern inwieweit nicht eigentlich ein institutioneller Rassismus hier eine Verzerrung in der Ermittlungen gebracht hat. Und ich kann das eigentlich auch nur ein bisschen bestätigen in meiner Wahrnehmung im Prozess. Ich habe ganz viele Zeuginnen erlebt, die dann immer wieder einen Spruch brachten, ja Mensch, da haben wir doch so zwei Weiße gesehen. Gerade im Hamburger Fall beispielsweise, wo der Vater zurückkommt, seinen Sohn schwer verwundet in den Arm nimmt, letztlich in seinen Arm stirbt. Und er sagt an dem Tag der Polizei, da waren zwei Deutsche, er benennt eine Altersstufe, er benennt auch noch, wie groß die sind. Und das taucht in den Ermittlungen nie auf. Und das sind genauso Punkte, warum ich auch glaube, dass hier wirklich genauer geschaut werden muss, was ist eigentlich wirklich ein Ermittlungshinderungsgrund gewesen? Ist es der institutionelle Rassismus? Und auch bei den Aussagen von den Polizeibeamtinnen und Beamten hatte ich mich manches Mal auch gefragt, es fehlt vielleicht auch eine Kultur, die eigenen Fehler einzugestehen, um da produktiv weiterzugehen. Ich habe da auch eine Person in Erinnerung, wo ich wirklich so überrascht war. Es war ganz offensichtlich, dass da Ermittlungspannen stattgefunden haben. Und die hat sich jede Frage, ich sage das mal ganz vorsichtig, immer dümmer dargestellt. Aber was ist die Konsequenz? Warum hat sie es getan? Es ist mir danach erst selber klar geworden, nämlich aus dem banalen Grund heraus, hätte sie einen Fehler eingeräumt, könnte es disziplinarische Maßnahmen zur Folge haben. Also das ist bestreiten. Es gibt ganz wenig Menschen, die mit großer Freude öffentlich ihre Fehler darstellen. Und dass das gerade bei Leuten der Sicherheitsbehörden vielleicht sogar noch mal ein Stück stärker ist, will ich gar nicht verhehlen. Auf der anderen Seite muss ich sagen,
ich weigere mich auch einfach so pauschal zu sagen, die Behörden haben hier einen institutionellen Rassismus. Es waren in vielen verschiedenen Ländern ganz unterschiedliche Behörden. Es waren Staatsanwaltschaften, es waren Polizisten. Wir haben in Bayern beispielsweise eigens türkische Polizeibeamte mit in die Kommission hereingenommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand ernsthaft behaupten will, dass auch die rassistisch gewesen wären. Wir wollten ja gerade, dass türkische Beamte, türkische Polizeidienststellen unmittelbar Zugriff haben auf die Ermittlungsakten, um damit zu sorgen, dass alle nur denkbaren Aspekte reinkommen. Ich selber hatte ja gerade von Anfang an immer gesagt, rechtsextremistischen Hintergrund zu erforschen. Wir haben alle, die auch nur als Sympathisanten der rechtsextremen Szene bekannt waren, auf ein Alibi untersucht. Rechtlich hochproblematisch. Ich selber habe zu entscheiden gehabt, dass wir das machen. Jemand, der irgendwann mal als Mitglied der Republikaner war, ist auf ein Alibi untersucht worden. Das heißt, es ist schon in einem ungeheuren Ausmaß auch im rechten Bereich ermittelt worden. Aber es hat eben, das ist das, was eben mich bis heute umtreibt, wir haben nicht den Schlüssel gefunden, um die ganze Serie aufzusperren. Ja, darf ich noch was hinterher schicken mit einer Frage, Frau John? Von Armin Schuster, das ist der CDU-CSU-Obmann im Bundestag, im Innenausschuss. Der hat endlich harsch, wie Günter Beckstein wörtlich gesagt, gestern noch mal nach dem Prozess, umfassendes Systemversagen der Behörden und der Politik. Also das wird jetzt nicht relativiert, sondern das macht ja auf den Bürger den Eindruck, ein vernichtendes Urteil für die politische Verantwortung. Oder die Verantwortungsträger. Ich will noch mal etwas ins Konkrete gehen. Wir haben gerade gestern noch mal über Bayern gesprochen. In Bayern haben ja die meisten Morde stattgefunden. 3 in Nürnberg und 2 in München selbst. Und in einem Fall, der Vater von Kerem Yasha, der gestern auch da war, der hatte etwa ein paar Monate vor seinem Tod eine körperliche Auseinandersetzung, es kam wohl zu einer Schlägerei mit einem Rechtsradikalen. Der ist dann auch verurteilt worden und dann ist Herr Yasha ein paar Monate später ermordet worden. In diesem Fall ist gar nichts passiert, es ist nie ausermittelt worden. Also die Anwältin hatte sich natürlich Zugang verschafft, Einsicht in die Akten und war erstaunt, dass da nichts mehr passiert ist. Und Sie haben ja nun selbst, das ist ja bekannt, auf eine Zeitung geschrieben, könnten es nicht auch Rechtsradikale sein. Das war ja wirklich ein Lichtblick. Was ist denn damit passiert? Warum ist da nicht nachgehakt worden? Es gab ja den Profiler Herrn Horn, der gesagt hat, das sind möglicherweise Menschenfeinde. Und dann kam sofort der nächste Profiler, der gesagt hat, nein, das ist alles Quatsch, organisierte Kriminalität. Also man hatte wirklich den Eindruck, es durfte nicht sein, dass, auch weil der Verfassungsschutz sagte, das sind nicht die Jahre der Rechtsradikalen, das sind die Jahre der Gewalt von links und auch der Gewalt von Ausländern selber. Und man hat da offensichtlich auch weggeguckt. Also das war so eine kleine innere, es wirkte nach außen wie eine Verschwörung. Wir wollen das jetzt nicht. Und es kam ja auch die Aussage, wenn das wirklich Rechtsradikale waren, was haben wir dann zu erleben hier in Deutschland mit den vielen türkischen Bürgern, die hier leben? Auch das ist eine Aussage, die im Untersuchungsausschuss gemacht wurde. Also das, was wir jetzt erlebt haben und was Sie hier nochmal skizziert haben, da besteht ja immer die Gefahr, dass dann irgendwelche Verschwörungstheorien entstehen, was da eigentlich dahinter steckt. Der Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt hat ja in dem Untersuchungsausschuss im Bundestag wörtlich gesagt, wir werden keinerlei Staatsgeheimnisse bekannt geben, die das Regierungshandeln unterminieren. Das ist zwar nachvollziehbar, das könnte ja zur Destabilisierung beitragen, aber das bestärkt ja auch den Verdacht, dass hier irgendwas Unglaubliches im Busch ist. Es gibt unglaublich viele Ungereimtheiten und offene Fragen. Und ich glaube, auch die drängendste, ist mein Eindruck der Angehörigen, ist, wieso ist mein Sohn, mein Vater, mein Onkel hier ermordet worden. Also wieso sind diese Personen ausgesucht worden? Und auch, daran schließt sich an, jetzt saßen da 5 Menschen auf der Anklagebank, aber müssten das nicht 15, müssten das nicht 50 sein? Wie groß ist dieses Netzwerk? Sie haben es schon angesprochen. Eigentlich, es gibt noch 9 weitere Verfahren, glaube ich. Die anhängig sind bei der Bundesanwaltschaft. Und Sie haben auch schon angekündigt, dass Sie in einem wohl auch noch mal wirklich Ermittlungen aufnehmen wollen. Man sieht an dem Umfang des Verfahrens, also des NSU-Prozesses, dass es in einem Strafverfahren schon
dass man schon an der Grenze war dessen, was man in einem geschlossenen Strafprozess aufklären kann. Das heißt, wenn man das jetzt ausgeweitet hätte und versucht hätte, auf auch dünnerer und noch dünnerer Indizienlage anderen Spuren nachzugehen, wäre dieses Verfahren so nicht zu Ende geführt. Also das hätte kein Ende gefunden. Es war ja so schon schwierig, das zu einem Ende zu führen. Das heißt, ja, es gibt enorm viele offene Fragen. Viele davon kann man in einem Gerichtsprozess kaum klären, weil am Ende haben wir es ja, hat bis auf einer der Angeklagten niemand ein echtes Geständnis abgelegt. Das heißt, wir haben keinen Einblick von denjenigen, die einen geben könnten. Wir haben ein reines Indizienverfahren und die Indizien haben gerade nicht die Antworten geliefert auf diese drängenden Fragen. Das heißt, das ist nicht zu Ende, das ist auch nicht ausermittelt. Also da sind unzählige Spuren und Fragen offen, denen nachgegangen werden konnte oder noch muss. Aber das konnte in diesem einen geschlossenen Prozess nicht auch noch passieren. Das ist ja halt nicht die Aufgabe des Strafgerichts. Das Strafgericht hat eine Anklage und muss dann die Schuld der Angeklagten feststellen. Daneben laufen natürlich die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft. Die Bundesanwaltschaft hat ja eine ganze Reihe von Ermittlungen gegen bestimmte Personen und ein großes Verfahren gegen Unbekannt. Meine These ist ja seit langer Zeit, dass ich sage, es müssen beispielsweise in Nürnberg weitere Personen da sein, die Hinweise gegeben haben. Ich kenne die Tatorte, das sind nicht Tatorte, wo wenn man auf der Durchreise von Norddeutschland nach München zufällig vorbeikommt, sondern das sind Dinge, der einen, wo in der Straße sofort auffällt, wenn ein fremder Wohnwagen durchfährt. Es muss jemand gegeben haben. Aber und trotzdem, obwohl ich das immer gesagt habe, haben mir die Fachleute gesagt, wir suchen und suchen, aber wir finden nichts. Ich hoffe sehr, dass die Bundesanwaltschaft da fündig wird. Das zentrale Problem ist in der Tat, wir haben reine Indizien, die sagen die Betreffenden nicht aus. Und dass das besondere Schwierigkeiten in einem Verfahren macht, haben wir beispielsweise ja auch beim RAF-Verfahren gesehen. Auch da sind bis heute noch nicht alle Taten aufgeklärt. Also die Bundesanwaltschaft hat hier noch eine ganz große Aufgabe. Ich befürchte tatsächlich, dass da das Urteil aber leider auch ein Signal gesetzt hat, was die weiteren Ermittlungen und vielleicht die Eröffnung eines Prozesses enorm erschweren könnte. Nämlich gerade mit dem milden Urteil des, man muss das nochmal betonen, den langjährigsten Unterstützer. Das ist NSU. Gerade der kommt mit dem mildesten Urteil davon, geht dann sozusagen frei aus. Möglicherweise hat er ja dieses Urteil gefehlt, damit auch dieses Urteil revisionsfest ist, weil er sagte ja, der Vorsitzende Richter hätte diese, da gäbe es keine letzten Beweise. Also insofern ist es... aber ich befürchte, gerade die aktuellen Ermittlungen, die die Generalbundesanwaltschaft ja immer ankündigt, wenn es Kritik gibt, sie hätten zu wenig getan, sagen sie immer wieder, diese Ermittlungen laufen. Ich befürchte, nach diesem milden Urteil ist die Latte sozusagen sehr hoch gehängt, dass die Generalbundesanwaltschaft überhaupt noch wen anklagt. Weil nämlich diese Frage der Unterstützung. Aber wenn man sich vorstellt, es gibt noch mal 10 weitere Anklagen und am Ende 10 weitere Freisprüche, ist der Aufschrei ja auch riesig. Also das heißt, man kann auch nur Anklage erheben, wenn die Beweislage es hergibt. Ich stecke in den Ermittlungen nicht drin. Ich kenne die Beweislage nicht. Aber ich bin mir sicher und finde es auch richtig, dass eben auch ein Prozess nur geführt wird. Und so ist es juristisch auch vorgesehen, wenn 50 plus X ist die Faustregel, wenn es ein bisschen wahrscheinlicher ist, dass diejenigen, die da angeklagt sind, auch verurteilt werden. Das ist unser Rechtsstaat. Darf ich das vielleicht noch mal auf der etwas allgemeinere Ebene heben? Sie haben ja das auch von Anfang an verfolgt. Ja. Seit 2013 437 Prozesstage mit all dem, was da dran hängt. Was können wir alle denn, oder was kann die Gesellschaft insgesamt von der Geschichte der NSU und dieses NSU-Prozesses lernen? Naja, ganz vorsichtig und ohne groß pauschal zu werden, darf man wirklich sagen, dass die Sicherheitsorgane wirklich sehr ernsthaft auch nochmal in sich gehen müssen, inwieweit sie überhaupt das analytische Instrumentarium haben, diese rechte Szene und den rechten Terror zu erkennen. Da begannen eigentlich die ersten Fehler meines Erachtens. Und ich glaube auch, und das ist umso wichtiger, das ist eben ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, das ist nicht nur ein Sicherheitsproblem, um es mal ein bisschen lakonisch zu formulieren, dass da eigentlich gesamtgesellschaftlich auch viel, viel mehr noch weiter passieren muss. Ich kann nicht nachvollziehen, dass wir in Hamburg, wirklich das einzige Bundesland, wo es noch immer keinen Untersuchungsausschuss gibt im Parlament. Alle anderen Länder, wo es ein Opfer des NSU gegeben hat, es gibt es ja auch. Es ging ja auch bei der Frage auch um die individuelle Einstellung zu diesem Fall. Fehlt bei uns eine Art gesellschaftlicher Konsens, wie man mit solchen Taten, man könnte fast sagen, mit solchen Abgründen umgeht? Am Anfang war ja ein großes Interesse an dem Prozess, das dann veräppt. Das hat natürlich auch mit der langen Verhandlungsdauer etwas zu tun.
Also das denke ich schon, aber woher sollen wir das auch können? Jetzt ist die Gelegenheit, es zu praktizieren, weil wir jetzt vor diesem Rätsel stehen, wissen, da sind plötzlich drei junge Deutsche aufgetaucht in Thüringen, die bestimmt haben, du darfst leben und du nicht, du gehörst hier nicht her. Ungeheuerlich. Mhm. Also, und wir mussten plötzlich erkennen, also ein mörderischer Rassismus und ein Rechtsradikalismus, der ist lebendig, der ist aktivierbar in Deutschland. Und all die Behörden, die das von Berufswegen mit Tausenden von Beamten täglich, mit V-Leuten und wahnsinnig viel Geld, das da reingepumpt ist, haben nicht ein Stückchen weit erkannt. Das muss einen doch nachdenklich machen. Und jetzt sind die Akten für 130 Jahre weggeschlossen. Was ist denn das für eine Sache? Warum ist denn die Wahrheit so gefährlich? Es geht doch um Aufklärung. Also wer soll das verstehen? Ich denke, wir müssen jetzt anfangen, auch nach dem Urteil, weil wir jetzt nicht abgelenkt werden können von dem Prozess, das nochmal alles zu hinterfragen und sagen, was können wir denn jetzt machen? Und wer hat denn überhaupt ein Interesse daran, wirklich nochmal etwas zu machen? Also das, was der Prozess für mich ganz klar zutage gebracht hat, ist, dass es eine rechtsterroristische Vereinigung über viele Jahre gegeben hat. Und das war vor 10, 15 Jahren unter allen Sicherheitsbehörden als völlig ausgeschlossen angesehen worden. Aber übrigens nicht nur von Sicherheitsbehörden, auch die Journalisten. Ja. Ich hatte 2003 in einem anderen Zusammenhang, Kameradschaft Süd hat einen Sprengstoffanschlag auf die Grundsteinlegung des jüdischen Gemeindezentrums geplant. Da habe ich von Rech, einer braunen Armeefraktion gesprochen. Und dann haben die Behörden des Bundes und meine eigenen Behörden gesagt, sagt das nicht wieder, dafür gibt es keinerlei Beleg. Ich bin in Zeitungskommentaren da sehr hart angegangen worden, dass ich völlig überzogen reagiert habe. Also auch wie die Mordserie gekommen ist, hat nirgends in den Medien irgendjemand geschrieben, wahrscheinlich sind es Rechtsterroristen. Das heißt, die Gesellschaft hat, obwohl es immer wieder ausländerfeindliche Straftaten gegeben hat, ich selber habe das ja auch deswegen ganz am Anfang schon als eine wichtige Spur auch mit angeordnet. Aber trotzdem hat man nicht gedacht, dass es eine rechtsterroristische Vereinigung, so wie es in den 70er Jahren die Rote Armee-Fraktion etwas in dieser Radikalität, in dieser intensiven Kriminalität gegeben hat. Das war der eigentliche Punkt, den man völlig falsch gesehen hat. Aber es gab doch Gründe, das anzunehmen. Das verstehe ich nicht. Und in der Geschichte des Rechtsextremismus gibt es doch auch eben auch die Geschichte des rechten Terrors. Es hätte Gründe gegeben, aber eben nicht nur für Sicherheitsbehörden, auch die Gesellschaft, auch Medien. Wie viele Zeitungen haben sich sonst mit allen möglichen Dingen beschäftigt? Niemand hat das damals für möglich gehalten, obwohl es natürlich zum Beispiel Brandanschläge auf Ausländerheime und Ähnliches gegeben hat. Es hat immer wieder auch Angriffe natürlich aus dem rechtsextremistischen Bereich gegeben. Deswegen habe ich beispielsweise mal versucht, die NPD mit zu verbieten. Das erste Verfahren, das gescheitert ist. Also wir hatten durchaus Hinweise, dass Gewalt und Rechtsextremismus zusammenhängen. Trotzdem hat sich niemand vorstellen können, und ich betone das, niemand in den Behörden, aber auch niemand in der Gesellschaft, dass es eine derartig rechtsterroristische Vereinigung gibt. Und das, was wir lernen müssen, ist, dass wir sehr viel sorgfältiger Spuren auf entsprechende brutale Gewalt annehmen und dass wir sehr viel sensibler sind und nicht vorschnell auf irgendwelche Spuren, vermeintliche Spuren setzen, solange nicht irgendwas aufgeklärt ist. Entschuldigung. Genau. Es gab ja damals, als der NSU, muss man ja sagen, sich selbst enttarnt hat. Das ist ja nicht Ermittlern gelungen oder der Öffentlichkeit Zufall, oder sonst. Kommissar ist Zufall im Grunde. Genau, sie haben sich selbst enttarnt. Sie haben gezeigt, wir sind eine rechtsterroristische Vereinigung und das sind unsere Verbrechen. Da war die Aufmerksamkeit riesig, da war der Schock da und das hat auch erstmal gewirkt. Und dann gab es den Prozess und der hat dazu geführt, dass auch über die 5 Jahre, auch wenn es zwischenzeitlich ermüdend war, aber immer wieder darauf geschaut wurde und es immer wieder Anlass gab, rechten Terror, rechte Gewalt auszuleuchten. Und da gebe ich Ihnen recht, durch das Ende dieses großen Verfahrens ist das Risiko enorm groß, dass dieses Entsetzen, das wir als der NSU sich enttarnt hat und das auch noch nachgewirkt in dem Verfahren, dass das jetzt zu so einer
wir schließen das ab, Stimmung kommt und dass da eben nicht mehr hingeschaut wird. Ich würde das vielleicht kurz noch abschließen, weil ich würde gerne noch ein anderes Thema ansprechen. Ja, wir haben nur noch 5 Minuten Zeit. Ich sage das wirklich auch nur in 3,5 Sätzen. Nee. Es ist tatsächlich festzustellen, dass die Empathie sehr schnell gesunken ist. Und ich befürchte, es lag da dran und Nebenklägerinnen und Kläger haben davor gewarnt, dass, man muss es so deutlich sagen, die Opfer eben nicht aus der Mitte der Gesellschaft kamen, sondern Menschen, die immer noch im Rande der bundesdeutschen Gesellschaft wahrgenommen werden. Und der eine Punkt, der mich auch so in Sorge bringt, ist, dass wir gerade in Hamburg so einen ähnlichen Fall haben. Ja, wir haben einen Bombenanschlag und man hätte eigentlich annehmen können, jetzt laufen die Ermittlungen anders. Kurz gesagt, der Hintergrund ist, der Anschlag ist verübt worden auf einem Bahnhof, wo ein starker Migrationshintergrund im Stadtteil ist. Und von Anbeginn hat die Polizei eben genau das nicht wieder mitbedacht. Und letztlich hat sich dann eine Zeugin, eine ehemalige Lebensgefährtin, selbst bei Gericht gemeldet und hat darauf hingewiesen, dass dieser Mann immer noch rechtsextreme Einstellungen hat. Er hat vor 20 Jahren circa auch schon nämlich eine schlimme rechtsextreme Straftat verübt. Er hat einen Mann mit Tod getreten. Obwohl wir jetzt einen neuen Paragraphen im Strafgesetzbuch haben, Paragraph 46, Hate Crime, also Hassverbrechen. Und Sie sollen immer nachgucken, ob Rechtsradikale... Ja, das ist ja das Erschütternde daran. Ja. Sie haben gerade gesagt, fehlende Empathie, Frau John. Was können oder was erwarten die Angehörigen, also der Opfer, der toten Opfer, beziehungsweise die überlebenden Opfer der Anschläge, jetzt oder was, man kann ja fragen, was können Sie noch erwarten an Aufklärung, auch an Zuwendung? Sie sind die Ombudsfrau dieser Menschen. Wie empfinden die gerade? Ja, was sie wollen, ist etwas sehr Einfaches, was eigentlich schon längst da sein sollte. Dass sie als Einwanderer, viele sind Deutsche inzwischen, aber mit ihren Wurzeln in der Türkei oder in Ex-Jugoslawien oder wo immer, jetzt auf der ganzen Welt, dass sie wirklich hier ankommen und angenommen werden und nicht immer wieder unterschieden wird. Also es fängt an bei Leuten mit Migrationshintergrund schon wieder was anderes. Ich sage das nur, es hat auch Gründe, dass es diesen Begriff gibt, aber dass sie angenommen werden, dass nicht bei jeder Abweichung in den Normen, also in der Bekleidung zum Beispiel. Da wird ein Theater gemacht oder wenn jemand dem anderen nicht die Hand gibt, dann wird sofort das Abendland in Gefahr gesehen. Das sind alles Dinge, die uns zeigen, dass wir Wichtiges vom Unwichtigen im Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen, und wir sind so ein Land, dass wir das noch nicht leisten können, dass wir diese Unterschiede immer noch nicht machen, dass wir sagen, also das ist alles wichtig und wir müssen die darauf trimmen, dass die genauso sind wie wir. Und ich glaube, es herrscht immer noch so eine Stimmung und so eine Wahrnehmung, der beste Ausländer ist einer, der nicht so aussieht und den man nicht dafür halten kann, im Unterbewusstsein. Und damit müssen wir aufhören. Also die Annahme der Bevölkerung, das war gestern auch wieder. Wir haben eine große Gelegenheit im Moment, denn das Thema Integration ist ja aus anderem Grund in aller Munde. Da könnte man das ja besser machen. Das lässt sich nicht mit Programm machen, das lässt sich mit Einstellungen und Haltungen machen. Das ist etwas, was wir alle leisten können. Und nicht nur das wird nicht in einem Sprachkurs geleistet, sondern es wird im täglichen Umgang miteinander geleistet. Das gilt ja für beide Seiten. Das gilt. Naja, das ist selbstverständlich. Wie würde es jetzt weitergehen, jetzt aus der Sicht der Angehörigen der Opfer? Was erwarten Sie noch? Also diejenigen, die ich kenne und die ich über die Jahre mit begleiten durfte und auch eben ihre Rechtsbeistände, sind eigentlich sehr, sehr zurückhaltend. Also gerade in diesem Milieu wurde schon sehr früh gesagt, wir befürchten, es könnte zum Schlussstrich kommen. Sie befürchten eben auch, wenn ich da mal für Sie sprechen darf, dass wir uns damit abfinden. Es gibt genügend Angehörige, die eigentlich sagen, das kann doch nicht wahr sein. Es kann doch nicht wahr sein, dass wir immer noch nicht wissen, wie viele Menschen diesen NSU wirklich getragen haben und wie viele Menschen bei den Morden und Taten involviert waren. Steht denn die Gefahr, wenn in 1 oder 2 Jahren über diese Revision entschieden ist, dass das dann plötzlich irgendwie von der Bildfläche verschwindet und eigentlich gar nicht mehr so im öffentlichen Bewusstsein ist, wie das ja natürlich vielen Themen geht, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden? Es kann gut sein, dass es noch nicht mal eine mündliche Verhandlung vor dem Bundesgerichtshof gibt, sondern nur eine schriftliche Urteilsbegründung, weil Sie sagen, und das muss man ja hoffen, das Urteil hält. Das Urteil hält, das ist Revision, da gibt es keine Rechtsfehler, keine Revisionsgründe. Und dann gibt es noch mal einen Tag Berichterstattung. Und wenn nicht die Bundesanwaltschaft noch weitere mögliche Täter ausmacht und weitere Ermittlungsverfahren anstrengend zu Ende führt, zu einer Anklage führt und es weitere Prozesse gibt, dann bin ich bei Ihnen. Dann kann es sein, dass dieser Prozess, der jetzt zu Ende ist und in den 2 Jahren
vermutlich endgültig zu Ende ist, wirklich ein Schlussstrich ist im Sinne von unserer Aufmerksamkeit. Ja? Also dass wir aufhören, aufmerksam zu sein. Auch Behörden brauchen ja Nachhaltigkeit für den Lerneffekt, den Sie da angemahnt haben. Also ich glaube schon, dass die allermeisten Menschen in den Behörden und die Behörden selber hier aus diesem Phänomen, aus diesem Versagen etwas gelernt haben und dass man sehr, sehr viel sorgfältiger, gerade auch im rechtsextremistischen Bereich ermittelt, dass man auch dort, sagen wir, sehr viel mehr an Kriminalität zutraut, als es vor 15 oder 18 Jahren insgesamt in der Gesellschaft gewesen ist. Ich bin überzeugt, dass das schon jedenfalls etliche Zeit vorhält. Ewigkeit trat mir. Gut, das müssen wir abwarten. Und wir beobachten das ja auch, nicht zuletzt in der Phoenix-Runde. Ich bedanke mich, dass Sie da waren. Liebe Zuschauer, am kommenden Montag gibt es ausnahmsweise eine Phoenix-Runde. Anlass ist das Treffen von Donald Trump und Wladimir Putin in Helsinki. Seien Sie dabei und bleiben Sie bei Phoenix.